Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Blissim-Box und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und falls du mehr von diesen verbalen Ausbrüchen haben möchtest, dann abonniere super gerne diesen Kanal. Das wäre total großartig. Damit würdest du mich wirklich sehr, sehr unterstützen. Und ich würde mich da echt drüber freuen. Und ja, Support ist kein Mord. Ich würde mich auch hart drüber freuen, ein Like zu bekommen, ein Kommi zu bekommen. Denn das ist wirklich Engagement und das würde tatsächlich auch helfen, meinen Kanal voranzutreiben. Und das wäre wirklich sehr, 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 sehr lieb, wenn du das machen könntest. Und es würde mir einfach helfen. Ja, genau. Also, ich habe jetzt hier die Blissim-Box. Die habe ich zugeschickt bekommen, aber nicht nur eine. Nein, ich habe ja auch noch eine zweite. Und die darf ich in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Schau super gerne einfach mal dort vorbei. Da steht immer allerhand drin. Ne? Ich bin ja immer sehr kommunikativ. Die kostet 16,90 Euro und erscheint monatlich und ja, da haben wir immer so 5 Beauty-Produkte drin, die wirklich sehr, sehr brauchbar sind. Auf jeden Fall konnten wir uns ein Produkt von MAC auswählen und da bin ich auch sehr gespannt, ob ich dann auch meine Auswahl bekommen habe. Und ja, reingucken, oder? Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen verballert gerade. Es ist irgendwie alles so aufregend und ich drehe dieses Video jetzt auch am Abend, bevor ihr das Video seht, also am 30.11. Ne? Und ab morgen können wir die Adventskalender auspacken und die Weihnachtszeit fängt so richtig an. Es liegt Schnee, es ist irgendwie alles so gemütlich und Leute, ne? Es ist aufregend. Und wenn ihr den Code MAKEUPDUO, glaube ich, ja, MAKEUPDUO verwendet, bekommt ihr als neuer Abonnent dieses Produkt von Elli mit dabei. Das kostet normalerweise, ich glaube, 19,90 Euro. Da könnt ihr euch auch die Farbe aussuchen. Hier habe ich nur den Zettel. Wo ist denn jetzt hier das Produkt? Das ist ein Armbändchen. Da könnt ihr auch die Farbe frei wählen. Und das ist Fine Gold Plated. 925er Sterling Silber. Das ist natürlich super. Dadurch ist natürlich dieser... Natürlich ist dieser... Oh mein Gott. Diese beiden verschwungenen Ringe, ne, sind dadurch natürlich auch etwas robuster. Ansonsten hast du hier so ein Stoffbändchen, was du entweder, ich glaube, in Beige oder in diesem Braun du da halt auswählen kannst. Ich finde es ganz süß. Ich selber trage halt keine Armbändchen. Ich denke aber, dass sowas auch ein schönes Geschenk ist, so zu Nikolaus oder zu Weihnachten, wenn man das selber nicht trägt oder so, ne? Vielleicht für eine Freundin, weil diese beiden verschlungenen Ringe sind ja auch... Habt ihr gehört? Da ist Schnee vom Dach gerutscht. Das steht dann auch so ein bisschen für Verbundenheit, für, ja, ne? Freundschaft halt. Ich finde es schön. So, okay, also wir haben jetzt im Dezember eine wunderschöne Schachtel. Wir haben eine wunderschöne Mini-Schublade. Zieht euch das Design mal rein. Dieses Weiß, Rot und Gold hier drauf. Ich liebe es, ne? Also ich mag das einfach. Ich finde es sehr, sehr hübsch. Und dann kann man halt die Schublade hier rausnehmen. Das ist sonst in diesem Format oder in dieser Größe halt eine Box. Hier sind die Produkte drin. Und die sind gar nicht mal so klein, ne? Wir haben manchmal auch sehr, sehr kleine Produkte, aber dafür mit einem recht hohen Wert, was ich ganz cool finde. Und hier haben wir dann das große Weihnachtsfest, ein exklusiver Inhalt. Oh, das kann man dann entsprechend... Achso, da kommt man dann zu den Produkten, genau. Das kann man auch einfach über das, wenn man halt Abonnent ist, dann kann man meine Box anklicken und dann werden einem die Produkte auch angezeigt. Bereite dich auf dein großes Weihnachten vor. Es geht los. Dein Blissim-Team verrät dir 2 seiner Lieblingsrezepte für ein spektakuläres Weihnachtsfest. Freu dich auf strahlend schöne Weihnachten. Ein Nana-Mocktail für frische Stimmung. Ach, guck mal, da gibt es erstmal ein bisschen Stoff. Und glitzernde Kekse. Auch das ein bisschen was für die Seele, ne? Ja, da sind Rezepte aufgeführt und das Ganze ist hier auch nochmal auf, ich glaube, Spanisch drauf gedruckt. Ja, finde ich auf jeden Fall süß. Ist echt hübsch gemacht, ne? Ja, also ich mag das. So. Jetzt gucken wir mal. Genau, erstmal den Lipgloss. Und allein mit diesem Lipgloss habe ich jetzt schon direkt die Box raus. Theoretisch, ne? Weil der ist ja, ich glaube, 20 Euro oder so wert. Das ist der Lipgloss von MAC mit 15 Millilitern, also eine Full Size. Ich habe jetzt auch schon mehrfach gehört, dass der sehr, sehr beliebt ist. Deswegen hatte ich den auch für mich ausgewählt. Das Alternativprodukt wäre ein MAC Lippenstift in der Farbe Devoted to Jill. So. Und so schaut dann der Lipgloss aus. Und sieht tatsächlich auch relativ unspektakulär aus, aber ich finde den ganz schön. Und ihr habt mich auch darum gebeten, dass ich mal wieder einen Full-Face-Beauty-Boxen schminke. Deswegen werde ich mir den mal zur Seite packen, ne? Und dann kann ich den mit euch mal zusammen testen. Wir können uns aber jetzt hier schon mal so ein bisschen was auf den Handrücken geben, um das mal so auszuprobieren. Und ja, es ist einfach hier so ein Lipgloss.
ich finde sowas, upsala, manchmal ein bisschen schwierig, weil ich habe jetzt hier zum Beispiel auch einfach einen Lip Liner und darüber habe ich mir ein bisschen Lipgloss draufgegeben, ne? Dann hast du das nämlich so ein bisschen verschmiert. Muss man ein bisschen aufpassen, aber dann hast du hier auch kein Füßchen, was verschmiert ist, wenn du es als Füßchen hättest. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Okay, oh, ich verteile mir das. Also auf der Haut wird es halt wirklich sehr, sehr fest. Sehr interessant. Schon klebrig. Mal gucken, wie das dann auf den Lippen sein wird. Also einfach ein ganz normaler, durchsichtiger Lipgloss. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele von euch sich den jetzt nicht einfach so im Laden kaufen würden. Weil, warum muss es unbedingt einer von MAC sein? Aber, wenn man die Möglichkeit hat, sowas in der Box drin zu haben, für die man eh nur 16,90 Euro ausgibt, ist das mega geil, finde ich persönlich. Ne? Genau, den stelle ich mir dann zur Seite. Jetzt habe ich hier noch vier weitere Produkte drin. Einmal von Patika ist das eine Intensive Rehydrating Cream Mask. Liebe ich. Hydrating Flash and Durable. Das finde ich super. Und die ist riesig, ne? 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und ich verwende Crememasken immer morgens. Immer wenn ich meine Zähne putze. Das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und für Feuchtigkeit brauchen wir jetzt alle im Winter, ne? Super Produkt. Ich weiß nicht, gibt es noch den Plissima Adventskalender? Dann verlinke ich euch den auch in meiner Infobox. Der war auch ganz schön befüllt mit brauchbaren Produkten und so. Meiner Meinung nach jetzt nicht so dieses Ultra-Wow-Erlebnis, aber es war halt echt ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Also könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen. Dann habe ich von Green Babel. Das ist eine französische Marke. Ich glaube genau wie Patika, ja. Und wir haben öfters mal diese französischen Marken auch in dieser Box drin, was ich auch nett finde, weil wir dadurch halt auch so ein bisschen die Möglichkeit haben, einfach mal etwas andere Marken auszuprobieren. 30 Milliliter von einer Moisturizing Day Cream mit Hyaluronsäure und weißem Tee haben wir hier mit dabei. Und auch das ist jetzt keine Mini-Größe oder so, wie gesagt 30 Milliliter und schaut so aus. Von der Verpackung her würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht so ultra sexy oder so, aber sie hört sich auf jeden Fall nach etwas an, was ich gerne verwenden würde, ne? Denn ich glaube, weißer Tee ist auch relativ hautberuhigend und Hyaluronsäure spendet halt schön Feuchtigkeit. Was für die Haare darf nicht fehlen, man hat auch so ein Beauty-Profil. Deswegen bin ich gespannt, ob diejenigen, die jetzt zum Beispiel brünett sind, ein anderes hier von John Frieda haben. Ich habe das Ultraviolet Pour Blonde, also für Blonde. Ich bin blond, also das Licht fällt jetzt blöd, aber ich bin wirklich sehr, sehr blond, naturblond, nicht gefärbt, nie gefärbt. Ich hatte nur mal so One-Night-Tönungen, so in Türkis und in Lila und sehr bunt in meiner Punkzeit. Auf jeden Fall ist es so ein violettes Shampoo. Ja, das verwendest du eigentlich mit 50 Millilitern, ne? Wenn du gefärbte blonde Haare hast, damit du halt diesen Gelbstich rausbekommst. Brauche ich jetzt nicht reinmachen, weil das wird, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas bei mir machen wird. Ja, solche Shampoos verwende ich halt einfach nicht, ne? Brauche ich nicht. Gut, dann habe ich hier von L'Olivier de Leo eine Velvety Hand Lotion, 25 Milliliter mit Olivenöl. Oh, und Olivenblätter. Hm, da sind aber keine Blätter drin. Ich glaube, die sind da einfach, ne, irgendwie drin. Und ja, eine Handcreme. Auch das etwas, was man jetzt sehr gut halt, ne, in der Zeit so braucht, in der kalten Jahreszeit. Ich verwende so viel Handcreme. Also im nächsten aufgebraucht seht ihr auch auf jeden Fall ein oder sogar zwei Tuben, die ich aufgebraucht habe. Ständig. Also wenn ich auch so an meinem Büro, hier, wie heißt das denn jetzt hier, an meinem Arbeitsplatz sitze, ständig bin ich am Hände eincremen, weil die sind jetzt auch schon wieder super trocken. Ja, und dann brauche ich einfach ein bisschen Handcreme, ne? So, das ist jetzt einmal die Box gewesen. Wir haben fünf Produkte hier drin. Und ich finde, dass wir eine gute Box haben. Wir haben tolle Marken hier drin. Manche, die wir kennen, wie MAC und John Frieda. Manche, die etwas bekannt schon sind, wenn man vielleicht die ein oder andere Box von Blissim schon bekommen hat, wie Patika und Green Babel. Green Babel. Und eine ganz neue L'Olivier de Leo. Das finde ich cool. Also schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich finde, dass wir hier einen guten Mix drin haben. Haare sind gepflegt, Körper ist gepflegt und Gesicht ist gepflegt. Gesicht bekommt auch noch ein bisschen Farbe. Läuft, ne? Was willst du mehr? Ihr Lieben, das wäre es jetzt hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend für dich. Ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.